Hallo, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit Türchen Nummer 12 des Advent of Code Adventskalenders. Die Aufgabenstellung von heute, habe sie wieder vorab gelöst, ist ziemlich straightforward. Uns hat ein Graph gegeben. Also wir wollen jetzt ultimativ den Weg aus der Höhle finden. Ein paar unserer Systeme sind immer noch ausgefallen, zum Glück aber funktioniert was von der Sensorik. Und die Sensorik kann uns das Höhlensystem mappen und wir wollen jetzt von Hand alle möglichen Pfade identifizieren, die uns aus dieser Höhle herausführen würden. Uns wird also in dieser Form hier ein Graph gegeben. Ja, immer Knoten 1 verbunden mit Knoten 2. Das ist kein gerichteter Graph. Eben nur eine Liste von allen Connections und daran sind auch alle existenten Knoten zu finden. Hier haben sie auch mal aufgeplottet, wie diese Connections ausgerollt als Graph sich visualisieren würden. So, jetzt stellen wir fest, es gibt Knoten, die haben einen großen Namen, es gibt Knoten, die haben einen kleinen Namen. Komischerweise werden uns hier sogar gleich drei Beispiele mitgeliefert. Hier ist ein zweites Beispiel auch wieder. Es gibt ein Start, es gibt ein End. Es gibt Höhlen mit großen Buchstaben, es gibt Höhlen mit kleinen Buchstaben. Höhlen mit kleinen Buchstaben sind kleine Höhlen, Höhlen mit großen Buchstaben sind große Höhlen. Und jetzt ist die Frage, wie viele Pfade gibt es, die in Start beginnen und in End enden, die durch ja, genau, wie viele Pfade gibt es, die von Start nach End führen? Unter der folgenden Bedingung, Höhlen mit Großbuchstaben können so oft, wie wir wollen, besucht werden, Höhlen mit Kleinbuchstaben höchstens einmal. So, und für das ganz kleine Eingangsbeispiel sind hier mal alle Pfade ausgerollt, aufgeschrieben. Das sind 10 Stück. So, Start und End sind ja auch mit Kleinbuchstaben geschrieben, sind also auch kleine Höhlen, die, sobald wir Start verlassen haben, dürfen wir nicht zurückkehren. Sobald wir End getroffen haben, können wir nicht aus End wieder rausgehen, weil wir sonst nicht wieder zurück dürften. So, ja, also Start und End tauchen exakt einmal auf, und zwar am Anfang und am Ende und ansonsten dazwischen, man sieht hier großes A taucht dreimal auf, aber C und B als Kleinbuchstaben jeweils nur einmal. Ist keine absonderlich schwierige Aufgabe, ehrlich gesagt. Das ist der First Search. Ja, also eine einfache Tiefensuche erledigt den Job. Genau. Ich habe meinen individualisierten Puzzle-Input hier. Es gibt bis zu 25 Verbindungen in meinem Graph. Ich habe heute mal wieder zwei Skripte, Part 1 only, Part 2 only. Die sind beide stark ähnlich. Aber es fiel mir schwer. Ich habe eine Klasse Path erzeugt und es fiel mir schwer, sie so zu modifizieren, dass ich damit sowohl Path ein, also sowohl Task 1 als auch Task 2 gleichzeitig damit lösen könnte, obwohl die Manipulationen der Path-Klasse in beiden Fällen zueinander ziemlich minimal sind. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht hätte kombinieren können. Ich wollte nur sagen, es war den Aufwand nicht wert. Ich habe mir eines von den drei gegebenen Beispielen rauskopiert und hier in mein Skript eingefügt. Ich habe irgendwann mal in einem der ersten Videos gesagt, man kann gar nicht genug Testfälle haben. Im Grunde müsste ich eigentlich also die anderen beiden Beispiele auch noch einfügen, aber die Aufgabenstellung war so straightforward, dass ja, also besser man hat mehr Testfälle, als man braucht. Vielleicht ist das die Quintessenz. Ich habe mir eine Klasse Graph geschrieben. Die macht jetzt nichts Besonderes. Das ist eine ganz stumpfe Graphenklasse. Man hätte an der Stelle vielleicht auch das Package Network X nehmen können. Das ist sehr beliebt als Graphenklasse in Python, in der Python-Hemisphäre. Diese Klasse Graph kennt einmal Nodes. Das ist eine Set aus Nodes und sie kennt das Nodes-Register, das ist ein Dictionary, das den Namen einer Node auf sie zurückgibt. So gesehen, die Nodes-Set ist wahrscheinlich sogar überflüssig. Aber hey. Und sie ist nicht nur überflüssig, sie ist überflüssig. Egal. Das Nodes-Reg ist erst später dazugekommen. Probieren wir es doch mal, wenn ich jetzt hier die Nodes rausnehme. Bum, bum. So, und dann war es das. Ich arbeite ja gar nicht mehr damit. Ja, okay.
Ja. Wobei, was man hier machen könnte, nicht eine Set aus Node, eine Set aus String. So, und dann fügen wir hier N an. Und dann fügen wir hier K an. Und dann kann ich mich hier oben sagen, so if not N in self nodes, if K. Okay, so ja, aber ich. Der Punkt ist, eine Zugehörigkeit zu einer Set zu prüfen, geht viel schneller als alles andere. Zu prüfen, ob K an Nodes Rec liegt, das geht, das funktioniert natürlich, aber das braucht viel länger als zu prüfen, ob K an einer Set liegt. So, also habe ich so ein bisschen redundante Informationen, dafür aber kann ich schneller prüfen, ob ich einen bestimmten Schlüssel schon kenne. So, dieses Append nimmt ein oder zwei Knoten an, ja, prüft, ist der Knoten in der Set Nodes enthalten. Wenn nicht, dann wird dem Nodes Register eine neue Instanz Node hinzugefügt. Und der Set wird auch der String hinzugefügt. So, wenn K none ist, dann war es das. Ansonsten, wenn K nicht none ist und auch noch nicht in den Nodes drin war, dann wird entsprechend hier auch eine Node-Instanz erzeugt, der String hinzugefügt, sodass ich dann am Ende sowohl N als auch K anhand ihrer String aus dem Register ziehen kann, damit ich sie einander als Neighbors hinzufügen kann. So, das ist alles ein bisschen umständlich, aber es geht halt eben darum, dass der String N, zum Beispiel Start oder irgendeine andere Höhle, kann häufig auftauchen und ich möchte nur eine einzige Instanz für diese Höhle anlegen. So, das ist die Graphenklasse. Die Node-Klasse, die ist jetzt auch nichts Besonderes. Sie hat String-Funktion, kann sich also selber als String herausgeben. Ich kann checken zügig, ob das jetzt eine große oder eine kleine Höhle ist. Und ansonsten war es das. Sie kennt ihre Neighbors und also die Höhlen, zu denen eine Verbindung besteht, und sie kennt ihren Namen. That's it. So, dann haben wir noch Convert Raw to Graph. Convert Raw to Graph nimmt eine Liste aus Strings, ne, also wie E und J. Wir nehmen hier das Raw Example und Split Lines, zerlegen das in seine Zeilen. Und dann haben wir, was die Convert Raw to Graph erwartet, eine Liste aus Strings. So, sie erzeugt einen Graphen und dann für alle Zeilen aus den Zeilen wird diese Zeile halt gesplittet am Bindestrich. Das heißt, hier an diesem Bindestrich wird es gesplittet. Was kommt raus? HN und End. So, und dann wird also hier gAppend Stern. HN und End werden also zwei Strings als Knoten übergeben, damit G dann internen Instanzen erzeugen und so weiter und so fort kann. Am Ende wird G zurückgegeben. So. Genau, dann wird hier G-Example durch Convert Raw to Graph erzeugt und genauso auch mein Input A wird eingelesen, mein Kontexthändler wird als Raw via F-Stream Read eingelesen und dann kann ich auch die Grapheninstanz für mein eigentliches Problem erzeugen. Damit habe ich jetzt erstmal das Höhlensystem dargestellt. Jetzt gehen wir zurück, genau hier, Convert Raw to Graph und von da aus gehen wir jetzt weiter. Path. Ein Path ist im Wesentlichen eine Liste aus Knoten. Und ich habe jetzt zusätzlich noch Seen Small Cavern, weil ich dafür, also habe kleine Höhle schon gesehen, auch eine Set. Also wir haben einmal eine Liste von Knoten, die wir entlang fahren können mit dem U-Boot und wir haben eine Set, wo wir kleine Höhlen eintragen, um zu prüfen, ob wir da schon mal vorbeigekommen waren, wenn wir dieser Path-Instanz weiter folgen. So, Path kann ich initialisieren, entweder mit nichts oder anhand eines anderen Path. Dann wird nämlich eine Kopie erzeugt. Ansonsten werden einfach nur die vorgesehenen Datenstrukturen leer erzeugt. Und nun kann ich via Append Knoten aus dem Graphen anhängen. Als erstes wird geprüft, ist der Knoten eine große Höhle? Wenn nicht, habe ich den Knoten schon mal gesehen. Wenn dem so ist, return false. Das heißt, dieser Path ist nicht gültig im Sinne der Aufgabenstellung. Andernfalls self-seen small cavern at cave, also wird also den gesehenen kleinen Höhlen diese Höhle hinzugefügt. Und am Ende wird die Höhle auch ein Navigationspunkt oder ein Wegpunkt entlang des Paths, wird also dem eigentlichen Data hinzugefügt. Und dann haben wir auch nochmal String- und Representation-Methoden. So, find paths.
Die FindPath-Funktion, das ist jetzt unsere DefFirstSearch. Sie nimmt einen Startknoten, sie nimmt einen Endknoten und sie nimmt einen Pfad optional. Wenn kein Pfad gegeben ist, wird ein Pfad erzeugt und gleich Start angehangen. So. Die Idee dabei ist, dass FindPath sich selber immer wieder aufruft. Also Start ist hier nicht notwendigerweise das Start des Höhlensystems. Beim allerersten Mal schon, aber bei späteren Aufrufen kommen dann eben andere Zwischenknoten, werden da eingesetzt. Und hier prüfen wir erstmal, ist Start End? Wenn ja, dann gibt den augenblicklichen Path einfach zurück und fertig ist. Andernfalls erstellen wir eine Set und gehen jetzt die Nachbarn von dem Knoten. Vielleicht ist es ungünstig, dass der Start heißt. Vielleicht nennen wir den mal um in Current Node. Ja, komm hier, so in Current Node. So, wir gehen die Nachbarn der Current Node durch, erzeugen Kopien unseres augenblicklichen Paths als New Path und jedem dieser New Path geben wir einen anderen Nachbarn als Fortsetzung an und reichen das Ganze dann so weiter an Find Paths. Ja, das ist ja der neue Current Node, ist der Neighbor und nicht mehr der alte Current Node. End bleibt. Und jetzt wird aber der New Path als Path eingegeben, weil der soll ja fortgesetzt werden. Und was auch immer uns dieses Find Paths zurückgibt, das wird eine Set sein. Die können wir dann in eine Union mit Out kombinieren und am Ende geben wir einfach alles zurück. Fertig aus. Das ist es. Dann habe ich jetzt hier also für Part 1 assert, dass die Anzahl aller Pfade fürs Beispiel 19 beträgt und dann gesagt, okay, dann print mir mal aus, was für mich rauskommt. Und oh. Ja, hier das gleich mit refactored. Nein, das bleibt natürlich Start. Huchopsala. Start, Start, Start. End. 4720. Ja, hat er mehr refactored, als er eigentlich sollte. Habe ich nicht drauf geachtet. Die 4720 war noch die richtige Antwort. So, das war Main Part 1 only, Main Part 2. Jetzt bei Part 2 des Problems wurde jetzt gesagt, scheinbar ist unser Forschergeist aufgeflammt und gesagt, also eine von den kleinen Höhlen, wenn es nicht Start und nicht End ist, eine einzige von den kleinen Höhlen dürfen wir auch zweimal besuchen. Da ändert sich jetzt im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt hier nur in der Path, jetzt Path 2 Klasse gesagt, okay, es gibt wieder Data, also Data hat sich nicht geändert, Scene Small Cavern hat sich nicht geändert, aber jetzt gibt es die Exception Cave, ja? Also eine Höhle dürfen wir zweimal besuchen. Das muss man natürlich auch bei der Kopie von Pfaden beachten, dass die Exception Cave mit kopiert wird. Ansonsten jetzt, wenn da eine Höhle kommt, die nicht groß ist und die wir schon gesehen haben, dann prüfen wir jetzt, haben wir schon eine Exception Cave? Wenn nein, okay. Ist die kleine Cave Start oder End? Ja, also es darf ja nicht Start und nicht End sein und wir dürfen nicht schon eine andere Ausnahmehöhle gehabt haben. Also, wenn all das der Fall ist, dann können wir sagen, okay, dann ist diese Höhle jetzt unsere Exception Cave. Ansonsten bleibt der Rest alles wie gehabt. Es ist immer noch eine Death First Search. Dafür ist jetzt hier. So, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig geworden mit dem Refactoren. Hat ja eben gerade nicht so gut geklappt. Machen wir das jetzt also von Hand. Da hat es jetzt also überall geändert. Ist wirklich überall, außer in der Find Paths. So, die Find Paths, hat die sich geändert? Nein, die Find Paths, die hat sich überhaupt nicht geändert. Bis auf, dass ich jetzt hier bei der bei diesen Annotationen überall Path 2 anstelle von Path gesagt habe. Ansonsten ist diese Funktion völlig identisch. Genau, dann auch wieder. Ich asserte jetzt, dass dasselbe Beispiel, wo wir eben Part 1 gesagt haben, es gibt 19 Pfade. Jetzt, wo wir erlauben, dass eine kleine Höhle zweimal besucht werden darf, ergeben sich sogar 103 Pfade. Und am Ende des Tages, und dann printe ich aus, was bedeutet das
für meine Aufgabe. Und das Skript, das läuft jetzt ein paar Sekunden. 21, 22, 23 und spuckt uns die Zahl 147.848 aus. Schauen wir zurück. Das ist die Antwort, die ich hier auch gegeben habe. Damit sind beide Teile vollständig und wir hören uns morgen wieder zum nächsten Türchen. Falls euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr gerne darüber nachdenken, zu liken und zu abonnieren. Und ansonsten bis dann. Ciao, ciao.